Kaffee. Danke, ich hab schon. Achso, ja klar, Herr Feldmann, ich bring gleich welchen, natürlich. Ihr Volontariat wird 12 Monate laufen? Mein was? Ja, oder Praktikum. Und nach den 12 Monaten? 12 Monate reinschnuppern. In Ihren Hintern, oder was? Ich bin seit 8 Monaten Praktikantin und ich habe eine 60-Stunden-Woche ohne Entlohnung. Ich habe Medienjournalismus studiert, ja? Und jetzt mache ich bereits seit 5 Jahren ein Praktikum bei einer Fernsehshow. Sehen Sie? Meine Haare sind sogar schon ganz grau. Und das für eine Praktikantengage von 250 Euro im Monat. Ich bin extra aus Spanien gekommen und alles, was ich seit 6 Monaten mache, ist bei den Öffentlich-Rechtlichen das rote Kabel in die rote Buchse zu stecken. Am Wochenende soll ich jetzt auch noch den Fuhrpark der Frau meines Chefs waschen. Ich kann nicht mehr. Es ist nicht dein Chef, der dich kaputt macht, sondern das System. Und darum musst du auf die Straße gehen und die Fäuste in den Himmel strecken und sagen, resiste! Du musst aktiv etwas gegen deine Passivität tun. Wie? Vielleicht mit einem Praktikanten-Generalstreik? Du bist ein helles Köpfchen. Pinzette? Pinzette? Wo ist denn Ralf? Krank. Und Sandra? Auch krank. Michael? Auch krank? Ja. Nochmal, ich kann so nicht arbeiten. Das kann nur eine Wahl sein. Wo ist denn Ronny? Ingo? Der Ronny ist weg. Wie krank? Was soll ich jetzt machen? Da hier zwei, hier so eine Boeing und hier so ein Hubschrauber. Ingo?